Ja. Da sind wir live. Papa, mit Video. Kommt der hier an? Mhm. Kommt der hier an und denkt, es wäre ohne Video? Dabei haben wir da mehrfach drüber gesprochen, dass ja, das mit Video ist. Wäre ich noch in der Maske gegangen, hätte euch meine neue Lesebrille gezeigt. Ja, die, da bist du, da ja, ärgerst du dich nicht. Jetzt. Na, ja. Guck mal, da sind genau. Sie schon alle. Kommen sie alle rein. Ach, guck mal, die Steffi sind da, Maike ist da. Ein paar Leute, die ich kenne. Gerade gesehen. Ein paar Namen kenne ich auch. Ja, ja. Papa kümmert sich ja um den Versand vom GfK-Tischfeuerwerk meines Online-Kurses. Deswegen kommen dir ein paar Namen vielleicht bekannt vor. Ja. Ja. Aber du hast ja deine Lesebrille nicht auf. Ja. Ich kann fast ohne. Ach so. Hm? Ja, also es ist auf jeden Fall mit Video, Papa. Ne? Ja. Du kriegst das jetzt hin und wir haben uns hier nebeneinander gekuschelt und jetzt stoßen wir erstmal an. Wir haben uns nämlich was zu trinken besorgt. Mhm. Prost. Ui. Prosti. Das klingelt ja, du, da wacht gleich die Kleine wieder auf da hinten. Mhm. Papa ist das erste Mal live, ne? Live und in Farbe hier. Also jedenfalls hier auf Instagram. Ja, ja. Du zoomst ja ganz viel. Ich zoome viel, das ist schon wahr, ja. Ich bin ein bisschen, bist du aufgeregt? Ich bin neugierig eigentlich. Aufgeregt bin ich gar nicht. Nee, was denn? Wir hatten ja schon mal einen kleinen Ansatz zu einem Interview. Guck mal, Maike schreibt gerade, Ironie ist sein zweiter Name, oder? Da hat Maike dich sehr gut erfasst. Ja. Papa macht manchmal Witze, die keiner versteht. Falls das heute passieren sollte, versuche ich sie zu übersetzen, sofern es mir möglich ist. Du verstehst ja jeden Scherz sofort. Ja, eben nicht. Stand in meiner Abiturzeitung. Genau. Katharina Deswegen Weber versteht jeden Ausflug Witz. Schon da. Ja. Wir hatten schon mal einen kleinen Ansatz. Im Urlaub vor 5 Jahren vielleicht. Wo du ein Interview mit mir angefangen hast, was wir nie beendet haben. Ach, über deine Kindheit. Entschuldigung. Über deine Kindheit. Ja, das ging also nicht über Medien. Deswegen bin ich ein Interview mit dir schon etwas gewohnt, weil ich die Schärfe deiner Fragen kenne. Dabei kommen die Fragen ja heute gar nicht von mir, Papst. Ach so, die kommen ja von den werten Damen und Herren hier. Totale Fehlinformation. Ach stimmt, Maike, beim AP-Kongress warst du ja quasi auch dabei. Da hast du ja im Hintergrund gesessen mit Mama. Ja, also bitte. Die Leute kennen dich schon. Du bist ein alter Hase, Mann. So. Ja, Alter, vielen Dank. Und Hase auch noch. Ja. Wir wollen ja heute Umgang mit Medien. Das ist ja quasi der Abschluss. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Habe ich vorhin noch gehört. Achso, 3 Wochen habe ich Content geliefert und ich habe heute gezählt. Es sind sage und schreibe 13 Posts geworden, 2 Podcast-Folgen und ein Haufen an Stories. Ich war selber total überrascht, was ich beim Thema Umgang mit Medien doch alles so von mir geben kann. Ist ja auch ein weites Feld. Auf jeden Fall. Und irgendwie, ich habe es ja lange vor mir hergeschoben und dann habe ich es gemacht. Und die ersten 2-3 Tage waren schon ein bisschen hart, weil ich glaube, einige sich angegriffen gefühlt haben oder ein schlechtes Gewissen. Ich fand es auch sehr mutig, in dieses Thema einzusteigen. Ja? Ja, weil ich hatte ja auch meine, Schiss. Ich habe ja so auch andere Ohrmuscheln irgendwo hin. Mhm. Und da weiß ich oder glaube ich zu wissen, dass eine ganze Menge los ist auf diesem Gebiet. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie dem auch sei, ach guck mal, Janine ist auch da. Janine, kurz für dich zur Info, kleiner Insider, meine Tochter wäre am liebsten mit den, wie nennen die es auch nochmal, diese beim Reiten, Papa, nicht die Stiefel, sondern Chaps, ja, danke. Ja. Chaps, wäre am liebsten mit den Chaps ins Bett gegangen, die sitzen wie angegossen. Janine hat nämlich heute Reitsachen für meine Tochter vorbeigebracht. Ich bin sozusagen OTT. Du bist OTT, der Oberturniertrottel. Ha, ja. Hättest du das gedacht, dass ich das noch weiß? Ja, doch schon. Check it out, ich weiß Bescheid, weil mein Papa hat mich zu jedem Turnier gefahren. Nicht nur dich. Nein, meine Schwester auch. Hm. So, jetzt gucke ich mal, ob hier schon was geschrieben wird. Oh, Maike hat Internetprobleme, das ist sehr bedauerlich. So lösen sich Medienzeiten Probleme auch. Genau, von meinem Papa habe ich den Sarkasmus und die ironische Art, so wird es sein. Umgang mit Medien. Also, es gibt schon echt einige Fragen an dich.
/ an uns. Dann würde ich ganz gerne versuchen, auch im Chat ein paar Fragen noch abschließend zu beantworten, weil dies live ist dann wirklich auch erstmal der Abschluss, dass ich meinen Senf, meinen Sermon zum Umgang mit Medien dazugebe. Vorweg würde ich gerne noch was loswerden, und zwar haben mich dann doch so ein paar Nachrichten erreicht. Es waren jetzt gar nicht so unfassbar viele, nur mir liegt es ja am Herzen, und zwar, dass mir gesagt wurde, dass aufgrund meines Contents, der ja auch mit den Leuten was macht, in Klammern, der macht ja nichts mit den Leuten, sondern der löst höchstens was bei den Menschen aus. Und was das auslöst, ist gar nicht meine Verantwortung. Wobei ich natürlich schon verantwortlich bin für den Inhalt, den ich gebe. Nur da gebe ich mir wirklich größte Mühe. Auf jeden Fall, dass mein Content, kriegst du den Bogen noch? Dass ich kann auch nur das mit mir machen lassen, was ich möchte, oder? Im besten Fall, haben wir ja gerade noch, ne, wenn es also, dir möglich ist. Ja. Auf jeden Fall, dass mein Content zum Thema Umgang mit Medien, gerade in der aktuellen Zeit, Corona und so, eben schwierig wäre, weil das schlechtes Gewissen macht bei den Menschen. Also ich mache kein schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen wird höchstens ausgelöst, und ein schlechtes Gewissen hat immer ganz viel mit einem selber zu tun, wie alles andere ja auch. Und zwar habe ich dann vielleicht tatsächlich irgendwo einen wunden Punkt getroffen oder einen Nagel, der noch nicht so saß, und dann hat jeder die freie Wahl zu sagen, ich fühle mich jetzt schuldig, oder ich sage, hey, ich habe bis dato das mir Bestmögliche gemacht, und jetzt sehe ich vielleicht, es gibt andere Dinge oder Dinge, die ich noch anders machen kann, und jetzt mache ich XY anders. Und ich sage ja auch nie, dass du von A bis Z alles übernehmen musst, was ich dir anbiete, sondern es sind alles Einladungen. Du darfst alles nehmen, du darfst einen Teil nehmen, und du kannst auch alles die Klospülung runterspülen, wenn dir danach ist. Ich möchte nur inständig, falls du gerade dich angesprochen fühlst mit dem schlechten Gewissen, dein schlechtes Gewissen ganz sehr in den Arm nehmen. Es ist wohlbehütet bei uns, also bei mir und bei dir hoffentlich auch. Das zeigt nur, dass da vielleicht noch etwas ungegoren, nicht ganz ausgegoren ist. Da bist du herzlich dazu eingeladen, dir das nochmal anzugucken. Und ja, gerade in den jetzigen Zeiten finde ich es besonders wichtig, dass wir nochmal über das Thema sprechen, weil ja, es kann sein, dass einige gerade mehr ihre Kinder vor die Medien setzen, um irgendwie klarzukommen. Das verurteile ich ja gar nicht. Ich möchte nur dazu aufrufen, Prost, immer noch mal drüber nachzudenken. Was machst du denn hier? Wir sind öffentlich. War ganz leise. Rübst er mir in die Seite, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also immer wieder darüber nachzudenken, worum geht es mir und wie möchte ich mich um meine Kinder kümmern, was ist mir wichtig und wo sind meine Grenzen. Und die Grenzen können sich ja auch immer verschieben, je nachdem der aktuellen Lebenssituation. Stefanie verabschiedet sich, sie hat ein Date mit ihrem Mann. Ich wünsche euch einen wundervollen Dateabend. Stimmt, du hattest ja schon gesagt, dass du heute nicht dabei sein kannst. Insofern, Stefanie, ne? Grüß deinen Mann schön. Grüß schön, Prost, ne? Grüß schön, ja. Prost. Das jetzt also zum Thema schlechtes Gewissen. Ich hoffe, ich konnte da jetzt noch mal kurz ein paar Leute abgreifen. So, jetzt gucken wir mal. Ich hatte ja heute einen Fragesticker, Papa. Ich habe mir den extra, mir geschickt. Wisst ihr, was der gemacht hat? Macht er mich? Ja, machst du seit Anfang der Woche? Ja, dann muss ich vorbereiten, muss ja Bescheid wissen, auf was ich mich da einlasse und so weiter. Dann denke ich, ja, ich mache einen Fragesticker, nur jetzt noch nicht Anfang der Woche. Ich mache es dann am Tag direkt. Ja, okay, das hast heute wieder gefragt, was ist denn was für Fragen und so weiter. Und dann mache ich den Fragesticker, schick dir die Fragen, kommst du hier rein und sagst, ja, ich habe mir bewusst nichts angeguckt, damit ich da ganz neutral reingehe. Ich kann doch jederzeit eine Entscheidung für mich, oder? Wie du kannst zu jeder Zeit deine Meinung ändern. Ich habe meine Meinung geändert und habe gedacht, ich möchte euch keine vorfabrizierten Texte hier jetzt vorsagen, sondern ich möchte einfach spontan sein. Das gefällt mir sehr, Papst. Fangen wir an. Bin ich ja sonst weniger, aber heute habe ich gedacht, wäre das ganz gut. Ja. Hier wird gefragt, was würdest du heute anders machen? Womit? Ja, beim Thema Umgang mit Medien. Das ist ja heute das Thema. Das fängt ja bei 18:50 an. Nö, ja, kannst du ja anfangen, wir haben ja Zeit. Okay, wie lange? Nein, also fass dich kurz. Gut. Dann fange ich mal so an, als du geboren warst. Ja. Darf ich das verraten? Ja, wissen die doch, 40 Jahre ist das her. Ach so, könnt ihr ja selber rechnen. Ja. Auf jeden Fall, als das so in das Alter kam, wo Medien, Medien sagte man bei uns nur noch Fernseher. Ja, das Medien, den Begriff gab es gar nicht. Den Begriff, doch, es gab eigentlich Printmedien. Ach, ja gut. Wobei damals sagte man Zeitungen. Ah ja.
jetzt Printmedien. Ja. Also das gab es eigentlich nicht. Es gab da einen Fernseher und um diesen Fernseher ging es so, als ihr so 8, 9, 10 wart, ging das los, Fernsehen gucken. Weil das kam über den Kindergarten, über die Schule. Die dürfen auch schon. Und die Zugehörigkeit? Ja. Ein Bedürfnis, was auf jeden Fall zu berücksichtigen ist beim Umgang mit Medien. Dann haben wir uns überlegt, also ich habe auch Sendungen mit euch zusammen geguckt. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, Meister Eder. Also ich, ja natürlich kennen wir das, die sind alle ungefähr, also manche sind vielleicht auch über 10 Jahre jünger als ich. Nur ich sag mal, Pumuckl kennen wir alle, ne? Okay. Dann gab es noch dieses rothaarige Mädel mit ihrem Schimmel. Ach, Pippi Langstrumpf, habe ich gerade erst vorgelesen. Pippi Langstrumpf fand ich abgöttisch toll, weil es war etwas, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber das war so der Aufbruch, dass die Erwachsenen eigentlich gar nicht immer alle Recht haben. Mhm. Und im Grunde genommen fielen die Erwachsenen immer auf der Bananenschale irgendwie aus. Und nicht Pippi Langstrumpf. Und die war die stärkste überhaupt. Also ja. Das muss ich sagen, habe ich damals total gerne gesehen. Ja. Es gab die Sendung mit der Maus. Ja, wir haben das mit dem Koffer da und dem Raben. Das habe ich, glaube ich, immer alleine. Ja, und, also ich versuche es mal. Es war so, um das jetzt mal ein bisschen einzugrenzen. Ja, bitte. Die Fernsehzeit war ziemlich reglementiert. Und wenn wir nicht zu Hause waren, was ja auch vorgekommen ist, dann wurde kein Fernsehen geschaut. Glaubten wir. Im Leben nicht. Kaum waren die weg, gingen die Glotze an, Leute. Es gab damals noch keine Kindersicherung. Siebenstein, genau so heißt die Serie. Danke. Ja, es gab keine Kindersicherung, wo man das also ausschalten konnte und so. Aber es gab eine sogenannte kalte oder Hand. Ja. Und wenn man die auf den warmen Fernseher legte, wusste man, die Kinder haben gerade die Glotze gekocht. Du hast nur nie was gesagt. Also du hast uns da nein, nie was... also da, ich kann mich an viele Elfmeter erinnern, aber dazu gab es nie einen Elfmeter. Was ich weiß, ist, dass es Fernsehverbot gab, durchaus als Bestrafung. Es gab Fernsehverbote. Oh, Günther. Günther, was ist los? Benimm dich, das Kind schläft hinten und wir sind live. Mutti, wir müssen Pizza bestellen. Ja, das Geld liegt da. Ja. Ach, du brauchst jetzt das Telefon. Ja, zieh dir das Ding über den Kopf und lauf hinten rum. Achtung, Auftritt von Günther, das ist mein Sohn. Ja. Kann ich so in die Kamera? Ja, lauf. Der spricht. Und kann also ich Hallo sagen? Hier, Moment. Ja, sag jetzt. Hallo. Hallo. Moin, Meister, was geht? Alles klar? Moin. Ja, und jetzt nimmst du dir das Telefon. Kann ich es abnehmen? Fahren verloren. Ist das noch ein Telefon mit Wählscheibe? Nein, das haben wir nicht mehr, nur wir haben tatsächlich ein Festnetz. So, wenn du zurück, also gehst du den Weg zurück. Das, ich möchte aber nochmal Hallo sagen. Ja, dann sag noch einmal Hallo. Günther möchte euch gern Hallo sagen. Günni. Hallöchen, schönen guten Tag. Günther kann gar nicht mehr gucken, weil er hat schon so viel gesurft. Ja. Hier, guck mal, das sind die neuen Schuhe. So. Geil, sind die angekommen? Ja. Ja, sauber. Können wir jetzt weitermachen? So, ja, wir sind mitten im Meeting, Leute. Wir haben Call, wir haben Live. So, ja. Jetzt bin ich von der Rolle. Warte. Also Medien. Nee, aber da können wir jetzt gerade mal, ja, weil du holst ja aus, das, da bin ich, da muss ich ja... Ja, ich bin eben schon älter. Ja, ne? Warte, pass auf, weil das war nämlich auch eine Frage, die können wir gleich mal einwerfen, wo Günther gerade hier war, weil Günther heißt Ziffi ja bei meinen Leuten hier. Das wollte Günther. Er so. Günther. Ach so. Günther. Wie du das siehst jetzt mit deinen Enkelkindern? Mit meinen Enkelkindern sehe ich das... Umgang mit Medien natürlich. So, mit den Medien... dass ich Informationen habe von den Eltern, wie sie dazu stehen. Und ich versuche, das wirklich also nicht zu unterlaufen, wobei Großeltern sind ja verschrien, dass sie im Grunde genommen den Enkelkindern immer mehr gestatten oder mehr erlauben, als die Eltern es tun würden. Das war eigentlich nicht wir wirklich Wir versuchen so. Uns da doch in einem gewissen Radius zu halten. Ja, aber Papa, ganz ehrlich... bei euch läuft der Fernseher nie. Also wenn die Enkelkinder bei uns zu Hause sind, läuft der Fernseher nie. Nö. Und wenn, und habt ihr jetzt mal mit Günther, habt ihr dann mal eine Zeit lang, jetzt schläft er ja nicht mehr bei euch, da habt ihr dann gemeinsam mal bewusst eine Sendung geguckt. Eine Serie, wobei er uns immer verladen hat, weil er gesagt hat, also Mami hat gesagt, also das dürften wir auch und das dürften wir auch. Dann waren auf einmal 2,5 Stunden, da habe ich gesagt, das kann nie im Leben sein,
dass Günther hier bei uns 2,5 Stunden und uns noch einen neuen Film vorstellt. Diese Info ist bei mir bisher nie angekommen. Doch, das, da hast du daneben gehört wahrscheinlich. Oh, habe ich daneben gehört, das kann sein. Finde ich jetzt auch völlig in Ordnung, wenn das dann bei den Großeltern mal so ist. Nur ich feiere es schon, der hat euch verladen. Ja, und das finde ich ja herrlich. Deine liebe Tochter, die verlädt euch so richtig. Hat auch einen Namen? Nee, noch nicht. Ach so. Nur, ey, die Geschichte meiner Tochter ist der Knaller. Wollen wir die kurz erzählen mit dem Kinderwagen? Hat Weiß jetzt mit Medien nichts zu tun. Nee. Das ist doch lustig. Ja, ist kein Medien. Da bin ich nicht drauf vorbereitet. Ach so, kannst du jetzt nicht drüber reden. Stell dich so an. So, also auf jeden Fall. Mein Papa holt die Kleine im Kindergarten ab. Und die hat eine Zeit lang so gerne Kinderwagen geschoben. Kennt ihr ja wahrscheinlich. Und dann gehen sie in den Kinderwagenraum. Und dann sagt sie zum Opa, das wäre ihr Kinderwagen. Weil sie den besonders toll findet. Habt ihr neuen? Ja, den hat Mami neu gekauft. So, ja, hat weil sie dann, meiner war, da habe ich mir immer die Knie gestoßen. Ja, war nicht gut, hat sie dann erzählt. Und dann nimmt Opa diesen Kinderwagen und fährt damit und denkt schon, ist so komisch und schickt, irgendwann hast du Mike ein Foto geschickt, ne, ob das wirklich unser Kinderwagen ist. Da waren sie schon fast zu Hause. Und das war natürlich nicht unser Kinderwagen. Bin ich wieder zurückgedüst mit ihr. Und dann kommt eine Mutter mit Kind entgegen und dann sagt das Kind, Mami, guck mal, der sieht so aus wie unser Kinderwagen. Na gut, sie sprach nur Englisch und dann haben wir uns gut unterhalten. Da habe ich gesagt, deswegen kommen wir zurück. Mir kam das Spanisch vor, obwohl sie Engländerin sind. Das hat sie nun wieder nicht verstanden, die arme Mensch. Auf jeden Fall verkackscheißern die Enkelkinder, die Großeltern. Ich finde das auch total herrlich. Da feiere ich die Kinder für. Die holen sich das, was sie wollen. Fakt ist, um den Bogen wieder zurückzukriegen, ihr versucht schon, sage ich mal, im Rahmen das, was uns wichtig ist, zu berücksichtigen. Ja, ich denke schon. Ich habe vor, ich glaube, 6, 7, 8 Wochen mal mit ihr, habe ich einfach mal einen Film mit ihr schauen wollen, wo ich dachte, kennt ihr, also das kenne ich von Günther, Jakari. Ja. So. Habe ich dann damals mit ihm geguckt. Ja. Und wo wolltest du das mit ihr gucken? Hier oder bei euch? Ja, hier bei euch. War doch gar keine Medienzeit. Ja, da habe ich ja nicht... Oh, jetzt reitest du dich aber ganz schön in die Scheiße gerade. Da wusste ich ja gar nicht drüber Bescheid. Auf jeden Fall habe ich ganz schnell gemerkt, dass für dieses Kind dieser Film überhaupt nicht geeignet ist, weil sie kriegte Angst, sie kriegte, wollte, also dann habe ich auch ausgemacht, dann habe ich gesagt, du hast da Angst bekommen und das ist ein Film und habe versucht, also sie bei mir in Sicherheit aufzunehmen. Mhm. So, das hat dann auch irgendwann funktioniert. Auf jeden Fall habe ich die Finger von diesen weggelassen. Ja, weil also ich würde auch nur Filme mit ihr gucken. Ich habe schon gedacht, dick und doof, da kann ich mich immer... du mit deinem dick und doof. Aber auch das versteht sie noch nicht. Nein. Es ist eben altersbedingt. Also wenn du gern was mit ihr gucken möchtest, kann ich dir gern sagen, was sie gucken kann. Und dann wäre ich dir sehr dankbar. Ich gucke nur mit ihr, was sie gucken möchte. Wenn es in der Medienzeit wäre. Ansonsten sitzt ihr nämlich jetzt hier einmal die Woche und guckt hier stundenlang Fernsehen. Ich schaue mich weg. Ich weiß, also der Rebound von ihr kommt sofort. Ja. Und, nur da kannst du doch schon sagen, dass du zwischen zum Beispiel, weil ich finde es ja so wichtig, dazu habe ich ja auch aufgerufen, sich wirklich sein eigenes Kind oder seine Kinder anzugucken. Es gibt so unterschiedliche Typen von Menschen, wie wir ja wissen, und auch eben, was diese Medien für Auswirkungen haben. Also ich weiß, Günther hat ja Kari im Alter von deiner Tochter, 4,5, wo mein Enkelkind ist, ja, liebend gern geguckt. Ich weiß, Günther kann ist ja aber auch, Günther kann Filme gucken, werde ich bis zu meinem Lebensende nicht gucken, weil ich sie psychisch nicht verkrafte. Nur unsere Tochter, also deine Enkelin, zum Beispiel die jetzt, hast du schon festgestellt, dass das eine andere Auswirkung hat auf sie. Richtig. Und bei deinen anderen Enkelkindern, du hast ja noch zwei, ist das ja auch relativ unterschiedlich bei den beiden. Bei denen. Ja, ist doch interessant. Ich finde das total wichtig. Deswegen halte ich wenig davon, so Pauschalaussagen zu machen, dass du, wenn die Kinder so und so alt sind, dürfen die so viel gucken und ab dem Alter so viel. Ich finde es total wichtig, auch die Kinder selber zu beobachten und festzustellen, okay, wie reagiert mein Kind überhaupt, während es guckt und auch vor allen Dingen danach. Ne? Also was für Reaktionen kommen danach? Und ich habe heute eine Umfrage gemacht,
welcher Impuls bei euch so am meisten hängen geblieben ist oder euch am meisten gebracht hat. Und ganz viele haben geschrieben, dieser Post, wo ich eben gezeigt habe, was du nach dem Medienkonsum mit deinem Kind machen kannst. Ja, eben, dass du guckst, okay, wie helfe ich meinem Kind aus dieser Starre rauszukommen? Und bei manchen Kindern ist es eben mehr Starre und bei anderen ist es weniger Starre. Hier ist die ganze Zeit eine Anfrage und ich sehe die Nachrichten gar nicht mehr. Das irritiert mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Augenblick bitte. Wir sind sofort wieder für Sie da. So. So, jetzt nochmal zurück. Wir versuchen es nochmal kürzer zu fassen, was du heute anders machen würdest. Mit dem, sag mal, wenn du jetzt Papa, also du bist ja Papa, nur wenn du jetzt ein Kind hättest im Alter zum Beispiel von der Kleinen, sag mal 4,5, würdest du doch dich wahrscheinlich anders verhalten als damals, als ich 4,5 war, weil doch ein viel größeres Angebot da ist. Das Medien hat doch einen ganz andere Reichweite. Also, erstmal haben die Medien eine ganz andere Reichweite bekommen. Ich habe das vorhin ja schon angedeutet, da gab es einen ganz begrenzten Raum irgendwie an Filmen, was man gucken konnte. Auch was sich anschließend entwickelt hat, also da kommen wir vielleicht noch drauf. Kommt drauf an, wie langsam du redest. Spiele und so weiter. Das war ja der nächste Schritt. Aber ich sage mal so, nach dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, ja, würde ich sicherlich heute auf die Katharina oder auf deine Schwester anders zugehen und mit ihr auch drüber reden. Mhm. Das war zu der Zeit, wo ihr in dem Alter war, mehr oder weniger mir noch nicht möglich. Das ist viel, viel später gekommen, leider. Eurer Mutter vielleicht etwas eher, aber auch nicht so, glaube ich. Du meinst das, jetzt, dass mit den Kindern auch darüber zu sprechen, was sie mit den Kindern darüber spricht, was für sie gut sein könnte, dass man das so einschätzt. Oder wir waren in einer relativ heilen Welt durch, ich sage Meister Eder oder Pippi Langstrumpf. Da waren wir in einer wunderbar heilen Welt. Wobei die Kommunikation da ja auch teilweise zu wünschen übrig lässt. Nun gut, da bin ich jetzt natürlich. Ja, gut, sehr aber ich glaube, die Kinder waren noch nicht so gefährdet, sage ich jetzt mal so, wie sie es heute sind. Weil es gibt heute ein so großes Angebot. Ja, ja, es das gibt ist schon heute wichtig, so viele Strömungen. Nee, ich glaube, das ist wirklich eine große Verantwortung. Ich bin ja überhaupt keine Gegnerin von Medien. Ich finde es einfach nur unglaublich wichtig, dass wir als die Erwachsenen, die wir ja nun mal sind, einfach gucken, was gibt es an Angebot und was habe ich für einen Menschen dort sitzen? Was ist dieser Mensch gerade in der Lage zu verarbeiten? Und da eben aus dem großen Angebot was rauszusuchen. Kann mal bitte jemand was schreiben? Weil hier ist immer eine Anfrage und ich sehe die Kommentare nicht. Kann mal einer ein Herz schicken oder so? Oder auch ein Monster? As you like. Ich habe jetzt hier gerade nochmal über die Fragen drüber geguckt. Was hältst du von den festgelegten TV-Zeiten für die Kinder? Wahrscheinlich reden sie jetzt von den 3x20 Minuten, die jetzt die Kleine zum Beispiel hat bei uns. Was du davon hältst, fragt hier jemand. Ich glaube, dass eine Struktur sehr wichtig ist. Und die Strukturen kann man ja auch so irgendwo, ich will nicht sagen lenken, besprechen mit den Kindern in so einer wertschätzenden Kommunikation mit den Kindern, dass man im Grunde genommen ihre Lieblingssendung, die sie gerne gucken möchten, in diese Zeit einbaut. Ich war schon wieder da. Naja, das ist eben... Willkommen im Wahnsinn der Familie Weber. Ist eben der. Möchtest du noch einen Auftritt haben? Da ist er. Mach doch mal mit. Der bringt auf ein Konzert, der Junge. Ja. Das ist ja nichts Neues, Papa. Ja. So, tschüssi. Hau rein. Ja. Musik. Mach Fliege. Mach Fliege. Mach Fliege. Ich hole mal was zu trinken, du kannst weiterreden. Nee, ich meine, also das Spektrum war eben ganz anders und ich erinnere mich an... Die sehen dich doch kaum noch, guck doch mal bitte. Naja, sie hören mich ja. Es ist, ja. Und ich denke mal so an Sendungen, die Günther dann damals anfing mit Avatar oder so etwas. Das war für mich eine so große Herausforderung. Ich hätte am liebsten den Stecker da rausgezogen, aber...
Gut, war halt so. Also das kann ich zum Beispiel auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass Günther, glaube ich, mit 5 den ersten Star Wars geguckt hat. Nicht bei uns, sondern bei seinem Papa, weil wir haben ja noch die Situation, dass Günther ja zum Teil bei seinem Papa lebt. Fand ich, also es war für mich schwierig, nur dann ist es so. Und dann habe ich versucht, mit ihm darüber zu sprechen, was er da gesehen hat. Günther hat das Gott sei Dank vertragen. Ich meine, ich musste das dann auch gucken. Du musst doch gar nichts. Doch, ich musste das dann, weil er hat gesagt, er dürfte das. Und dann lief also hier auf einmal Avatar ab. Vielleicht tauschen wir uns doch noch ein bisschen mehr aus, denke ich gerade. Also, ich glaube, Schnee von gestern. Naja, bei Günther, aber nicht bei der Kleinen. Nee, bei der Kleinen. Ich habe ja gerade glaube ich, gesagt, dass ich da mehr hinterfrage und Hilfe, Entschuldigung. Ah, ist der Ton da? Könnt ihr mal kurz was schreiben? Naja, sie lachen. Okay. Dass ich da mehr hinterfrage, als ich es vorher getan habe, weil ich gleichzeitig auch darum weiß mittlerweile, worüber sich Eltern oder du zum Beispiel Gedanken machst, wie du mit diesen ganzen Überflutung von Medien umgehst. Gut, dafür ist natürlich auch wichtig, dass ich mit euch spreche. Ja, also jetzt hat zum Beispiel gerade Janine gerade geschrieben, sie hat ein Riesenthema mit ihren Eltern, weil ihr Sohn mit 5 bei ihren Eltern, also bei den Großeltern, Jurassic Park geguckt hat. Da wird mir auch erstmal die... Ich glaube, nur bei der Kleinen würdet ihr im Leben nicht darauf kommen. Nein, ich habe auch nicht, wenn ich hier bin mit ihr, habe ich nicht den Ansatz, dass ich sie ruhig stellen möchte oder meine Ruhe haben möchte. Nee, das ist ja die eine Sache. Nur es kann ja auch sein, dass ich als Großeltern spiele und Spaß und ein bisschen, Mensch, du machst bei uns, da machen wir mal richtig einen drauf, da kannst du was machen, was du bei Mama und Papa nicht darfst. Oder wir wollen was Besonderes bieten. Das hat ja jetzt nicht immer, Medien sind ja jetzt nicht immer grundsätzlich Günther. Einer? Nein, ich warte nur auf... Kannst du nicht woanders Günther machen? Ärgert uns gerade. Nein, nee, wir lassen uns ja nicht. Wir beschließen uns nicht ärgern zu lassen. Er sitzt uns gegenüber, versteht ihr? Ja, und hört jetzt zu. So, ich finde jetzt noch hier, komm, hör mal. Kannst du bei deinen Enkeln auch positive Effekte durch die heutigen Medien erkennen? Eigentlich wenig. Weil wenn ich mit diesem älteren Enkel, der ja Günther. Diesem Günther, der da mit diesen Medien umgeht, ist eine Kommunikation sehr schwierig. Der ist so festgetackert an seinem Bildschirm, dass er manchmal zuhört und meistens aber dann auch nicht. Und du weißt nie... Das ist ohne Bildschirm aber auch der Fall. Ja, nee, ich weiß es nicht. Hat er jetzt zugehört, hat er das mitgekriegt oder nicht? Das stört dich dann. Du möchtest seine Aufmerksamkeit haben. Also ich wünsche mir eigentlich, dass wir in einem direkten Gespräch sind und er nicht geiert, dass er also möglichst bald mit dem alten Sack da... Das Problem ist, ich habe mit ihm gesprochen, weißt du, was er gesagt hat? Ja. Es interessiert ihn halt gerade nichts anderes. Nur, das sind seine Freunde da drin, verstehst du? Das kennst du aus der Pubertät mit mir. Ich verstehe es. Da sind die Erwachsenen, Großeltern und Eltern sind einfach totale Nervbratzen. Ja, das sind Nervbratzen. Günther ist unsterblich, das weiß ich. Also dem passiert auch nichts, der hält alles aus. Das verstehe ich alles schon. Ja. Da ist ja noch einer. Ja, das ist, Günther hat Besuch. Ach so. Eine. Na gut. Ein Gast. Ja. So. Grüß dich auch, ja. Guck mal, das finde ich auch interessant. Was hilft dir als Opa, die Vorgaben der Eltern bei der Betreuung der Kids einzuhalten? Da gibt es ja ein Highlight und es gibt sogar ein IGTV dazu, Orientierung. Das geht exakt, geht es darum, um Papa mit unserer kleinen Tochter. Also was hilft dir im Umgang mit deinen Enkelkindern bei der Betreuung? Oh, das kann ich relativ einfach beantworten. Ja, ciao. Ja, mach mal. Entschuldigung. Eigentlich. Bitte, red mal. Ich habe hier ein Problem gerade technisch. So. Also, was mir hilft, sind ganz klare Vorgaben, ja. Instruktionen und dass auch die Kleine weiß, wenn der Opa mich abholt, der weiß Bescheid. Welcher Kind? Ja, vor allem. Geschichte mit dem Kinderwagen. Da habe ich nämlich dann gesagt, weil ihr das tatsächlich unserer Tochter sehr wichtig ist, dass immer alle Bescheid wissen und dass sie da eine Orientierung hat, dass eben jeder weiß, wo es lang geht.
Ich habe den Kinderwagen gekennzeichnet mit einem Band und das habe ich dir gezeigt. So. Und dadurch sind wir natürlich noch mal aufmerksamer geworden. Und ich gebe schon, das habe ich früher bei Günther schon, ich habe euch Zettel geschrieben, da haben sich alle drüber lustig gemacht. Genau. Ne? Nur ich glaube, am Ende gibt es ja, ob dann drauf geguckt wird oder nicht, ist ja noch mal was anderes. Nur ich glaube schon, wenn es nicht dogmatisch ist, oder hast du es als dogmatisch empfunden, wenn ich dann da meine... Also manchmal fand ich es ein bisschen viel, weil es waren auch Selbstverständlichkeiten drauf. Das war so ungefähr, wenn du in die Tür kommst, Schlüssel reinstecken und umdrehen. Du, bei euch weiß man ja nie. Fand ich dann schon, habe ich gedacht, gut, und hinter dir Tür zu machen. Okay. Ich sag mal, grundlegende Informationen habe ich gelernt, dank der Kleinen. Ach, erst bei der Kleinen? Erst bei der Kleinen. Das sind also ja drei Enkelkinder vorher. Vorher habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Da habe ich einfach gedacht, deine Tochter meint, du wärst jetzt mittlerweile schon über 60 und ein bisschen verdattert. Ja, glaube ich auch. Also der musste alles haarklein aufschreiben. Ja. So. Gut, da kam dir das... Ich habe die Zettel übrigens aufbewahrt, die sind im Album meines Sohnes. Oh Gott. Ja, was, oh Gott. Mit dem Kinderwagen nochmal, da kommt nochmal eine kurze Geschichte dazu. Du hast es gekennzeichnet. Ja. Und das erinnert mich an meine Jugendzeit. Irgendwie fällt ja die Birne nicht weit vom Apfel. Da sagt die Kleine zu mir, ich glaube, da hat, irgendwer hat hier diese Schleife umgesteckt. Da war ich clever genug und habe gesagt, das glaube ich nicht, weil ich kenne euren Kinderwagen jetzt ganz genau. So, und da war sie still. Jetzt sind wir versucht. Ja, siehst, das ist nämlich wichtig einfach. Tiana fragt, ob ich die Liste mal zeigen kann. Kann ich mal gucken, wenn ich die finde, wenn ich dann denke, komm, ich zeige euch ja fast alles. Ob der Fernseher bei euch auch einfach nur nebenbei läuft, Nein. wie bei ihren Eltern? Nein, Nein. Das war schon bei uns so. Also da kann ich mich noch dran erinnern, das war schon Mama vor allen Dingen sehr wichtig, dass wir bewusst Fernsehen gucken. Also dass wir uns aus der Fernsehzeitschrift was aussuchen und das gucken wir dann. Jetzt grinse ich natürlich ein bisschen, weil das ist heute natürlich noch ein bisschen anders. Mhm. Nur dieses, und das ist ja eigentlich das, was ich euch auch mitgeben wollte. Wenn du deine klare Haltung gefunden hast, was das A und O ist, dass du dann auch deine Kinder begleitest, einen bewussten, verantwortungsvollen Umgang zu lernen. Das können die Kinder nicht von Anfang an. Und sie dabei zu begleiten, eben entsprechend des Typs Mensch, den du da vor dir hast. Nur, das hat Mutsch mir eigentlich schon auch mitgegeben und das habe ich schon noch auch in mir drin. Es ist schon so, das gebe ich zu, ich bin überhaupt nicht suchtgefährdet, einzig bei Serien. Das habe also ich dann da, nicht. Und, da gibt es bei mir kein Halten mehr und deswegen ist mein Mann dafür zuständig, das Ding auszumachen, weil ansonsten würde ich morgens um 6 Uhr untersitzen. Aber kommen wir mal auf Medien nochmal. Ja, das ist ja das Thema heute, du kleiner... Ach so, ja. Ja, das habe ich gehört. Aber... Kennt jemand von euch noch den Begriff Commodore? Nein, den kenne ich nicht. Kennt ihr Commodore? Ha. Warte, es dauert einen Moment. Commodore? Kennt ihr Commodore, den Begriff? Hm. Bitte in den Kommentaren. Ich löse das Rätsel auf. Ja, Janine schreibt ja. Oh. Computer. Wie alt ist sie? Ja, sie ist jünger als ich. Oh. Also sieht auf jeden Fall jünger aus als ich, Janine. Ja, Janine ist, glaube ich, noch keine 40. Ja, Mensch, jetzt kriege ich die hier wieder nicht weg. Ja, red mal weiter, Commodore. Was? Kommt schon wieder einer. Jetzt kommen die schon wieder hier, der Günner. Mensch, red doch mal weiter, ich kriege doch das hier nicht weg gerade. Also auf jeden Fall, Commodore, das stimmt. Das ist so einer der ersten Computer gewesen. Und die Kinder fingen an so mit 12 zu nerven. Ja. Die Eltern natürlich. Also alle haben schon einen Computer und können da spielen und so und wir noch nicht und die haben schon so lange und gut, was haben wir gemacht? Wir haben einen Commodore. Ach, das auch war der, erworben. Wo ich die Jana Sisters immer, da hatte ich irgendwann eine Sehnenscheidenentzündung. Ja. Und ich da an diesem Joystick. Ne? Und ich bin bis zum letzten Level, den habe ich nie geschafft, das wurmt mich heute noch. Naja, aber trotzdem. Wenn du mir das Spiel nochmal besorgen kannst. Trotzdem ist ja was aus dem geworden. Da ja. Glaube ich jedenfalls. Ja, hier ist gerade ein bisschen Verkehr. Pasup. Und da gab es auch ein Spiel, was ich gerne gespielt habe mit
den Kindern, besonders mit deiner Schwester, die hat sich immer totgelacht, weil ich immer abgestürzt bin. Du, die sehen dich doch gar nicht. Ja, die hören mich ja. Und es war dann so, es gab ja nur eine bestimmte Bandbreite an Spielen, die da drauf gemacht werden konnten. Und alle anderen mussten teuer nachgekauft werden. Mhm. Haben wir nicht gemacht. Dieses Ding stand dann in der Ecke rum. Und der Einzige, der damit gespielt hat, warst du. Ich. Ja? Von wegen, du bist da nicht suchtgefährdet. Da kommen wir jetzt Nein, mal. Nein, ich bin ja auch nicht suchtgefährdet. Aber ich habe gedacht, das Ding rostet sonst ein oder irgendwie muss ja ein bisschen bewegen. Ne? Also ich bin bekannt für gute Ausreden. So, du erinnerst Janine an ihren Anatomielehrer. Ich weiß jetzt nicht, ob das was Gutes ist oder nicht. War das ein Skelett oder was? Hier wird es jetzt endlich auch mit Günther gecheckt. Oh Gott, ich bin viel zu weit oben in den Kommentaren. Jetzt. Hier sind noch ein paar Fragen. Was du zu den Medienzeiten von Günther sagst. Günther hat ja gar keine Medienzeiten mehr. Weil Günther, und da gab es heute noch einen Kommentar unter dem Post, dass sie das noch fragwürdiger oder noch wichtiger findet, gerade in dem Alter die Medienzeiten zu beschränken, weil das noch so krasse Auswirkungen hat aufs Gehirn. Das weiß ich, nur gleichzeitig gibt es ja noch ganz viel andere Bedürfnisse der Kinder. Und es ist irgendwie, also Pubertierende brauchen so dringend, dass sie wirklich eigene Erfahrungen machen dürfen und eigene Entscheidungen treffen dürfen. Das Kinder vorher auch schon, nur da kann ich noch, ich kann doch meinem Sohn, was kann ich denn machen? Ich kann hier Medienzeiten machen, ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, ist ja nur noch bei Freunden. Ich freue mich doch, wenn seine Kumpels hier sind und die das hier machen. Wir zwischendurch quatschen, wir darüber quatschen, was sie gemacht haben, was sie gucken. Und dann gehe ich doch mal wie gestern Abend mit ihm spazieren und dann reden wir doch mal über gewisse Inhalte. Wir haben sogar über Pornos gestern Abend gesprochen, dann könnt ihr mal gucken. Ne? Ja, da fällt dir jetzt glatt die Kinnlade runter. Das habe ich mir gedacht. Ich habe ja keine mehr. Nee. Also das Wichtige ist doch immer, also die Bandbreite an Bedürfnissen auch zu betrachten und nicht nur eine Richtung zu gehen und da den Mittelweg zu finden. Und ich habe mit Günther einfach entschieden, weil der so unfassbar selbstständig ist und wir in Verbindung sind, wenn ich anfange, das zu begrenzen, verliere ich mehr, als dass ich habe oder was ich noch bekommen könnte. Ja. Ich denke, wenn ich das von, ich sag mal, in dem Alter, wo das so langsam beginnt, so begleite, dass die Kinder ein Verständnis dafür haben. Dann ihr Verständnis ist zu viel verlangt? Nein, Verständnis, also ein Gefühl dafür kriegen oder dass sie drüber nachdenken, dass man mit ihnen spricht. Also man nicht, aber du oder die Eltern darüber sprechen. Dass ich glaube, die Bereitschaft dafür ist, viel größer ist, darüber dann auch in den späteren Jahren nachzudenken, was ich jetzt mir mit der ganzen Zeit antue. Mhm. Und wenn ich das beobachte, dass Kinder nebeneinander auf der Bank oder wie auch immer oder im Zimmer, wenn sie sich treffen, sitzen und eigentlich nur kommunizieren über das Handy, dann mache ich mir Gedanken darüber, was mit den Kindern irgendwann mal in der Folge passiert. Das mache ich auch. Werden sie kurzsichtig, landen sie in einer Klinik für Smartphone-Geschädigte. Wird es später geben, das sage ich euch. Die gibt es schon. Ja, nur es ist ja schon so, also das haben wir ja hier. Du hast selber gesagt, du kannst ja ins Fenster reingucken, wenn du kommst. Ja, ich habe gesagt, Günther hat Besucher. Ja, habe ich gesehen, die starren beide jeder aufs Handy. So ist nun mal gerade die Form der Kommunikation. Ich rede mit ihm darüber, jeden Tag, wenn er hier ist. Er ist leider nur 50% bei uns, was er, glaube ich, ganz cool findet. Immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. ins Bewusstsein zu rufen. Nur, weißt du, ich meine, was ist jetzt die Alternative? Der ist 13 Jahre, der wird dann 14 dieses Jahr. Ich möchte, das A und O ist für mich die Verbindung. Und das ist die, wie kann ich das sagen? Das ist das Grundnahrungsmittel, was einen Menschen schützt, wenn er gesehen und gehört wird, wenn er eine Verbindung hat, wenn er weiß, wo sein Zuhause ist, ist die Grundnahrung oder der Grundschutz davor, Dinge zu machen, heimlich zu machen, suchtgefährdet und so weiter und so fort. Ich finde das auch gerade nicht geil, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich komme da auch manchmal an meine Grenzen. Und ich gehe immer wieder mit mir in den Austausch und auch mit ihm. Wir haben hier Listen gemacht. Ich habe mit ihm besprochen. Kannst du mir mal erklären, was du nutzt und für was du es nutzt? Welche Bedürfnisse erfüllst du dir damit? Weil ich auch möchte, ihn immer wieder ins Bewusstsein einzuladen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin gleich fertig.
dass ja in dieser Phase wirklich gewisse Gehirnteile immer wegen Renovierung geschlossen sind. Und du weißt, das wechselt manchmal von jetzt auf gleich, wo du wirklich denkst, sag mal, wir haben doch gerade gesprochen. Das gibt es im Alter auch. Ja, ich weiß, nur jetzt dazu. Areal, ja, so, ja. Temperatur. Ja, so. Nur da ist dann leider, naja. Also auf jeden Fall, was? ich glaube, das, was ich euch mitgeben möchte, ist, schafft diese Verbindung, und dann bleibt im Austausch, und ich glaube, dann ist ganz viel Grundstein gelegt. Wir können den Kindern nicht das nehmen, was da ist. Also dann würde ich mehr kaputt machen. Ich weiß, kannst du es nochmal in andere Worte fassen vielleicht? Ich sehe da große Probleme im Moment zu Corona-Zeiten, die nochmal einen auftoppen. Weil die Kinder ja wenig Möglichkeiten haben, sich anders zu beschäftigen. Was machen sie? Wenn sie Glück haben, haben sie eine Internetverbindung, können auch Homeschooling machen. Und ansonsten können sie mal ein bisschen raus vielleicht, aber ansonsten das, was man eigentlich leben könnte, was man machen könnte, sich entfalten könnte, ist zurzeit eben leider nicht möglich. Und das da stimmt, halt ich, wobei ich, ja. Da sehe ich also noch eine größere Gefahr für Eltern, ihre Kinder, die, oder ich sage es mal so, die Schwierigkeiten haben, Kinder zu begleiten in dieser Phase. Ich glaube, da wird noch nach Corona. Da bin ich ganz bei dir, zumal ja, so haben wir ja das live quasi angefangen mit dem schlechten Gewissen und gerade in der jetzigen Zeit, nur die jetzige Zeit geht jetzt fast ein Jahr, und das ist ein Jahr im Leben eine der Kindheit eurer Kinder und da lernen sie Strategien kennen, um, weiß ich nicht, sich Bedürfnisse zu erfüllen oder dass die Eltern sich Bedürfnisse zu erfüllen. Also da wirklich nochmal drüber nachzudenken. Genau, es war ja gerade noch eine Frage irgendwie. Dass die Kinder das machen, was wir ihnen vorleben, nicht das, was wir ihnen erklären. Auf jeden Fall, dazu habe ich ja auch in einem Post aufgerufen. Das leben wir hier auch und natürlich also, leben wir... Also wenn ich da zwischenfahren darf. Ich habe gelernt, was? Dass wenn ich hier bin... Ja, Parkplatz. Parkplatz, mein Handy. Ja, genau. Ich benutze mein Handy nicht. Ja, und dazu habe ich allerdings auch mehrfach, da habe ich mehrfach dran erinnert, dass wir hier einen Handyparkplatz haben und dass die Handys dort geparkt werden oder du parkst es da, wie auch immer, auf jeden Fall parkst du es. Ich lege es auf den Tisch, mach's leise und fertig. Ja, so. Am Anfang hast du es nicht gemacht. Nein, das gebe ich habe dich dann, ja, ich habe... Gebe ich auch wertfrei zu. Also, ist ja auch in Ordnung, nur ich habe dich darauf aufmerksam gemacht. Ich und habe dich, es verstanden. Dann, ja, das freut mich. Ja, und ich glaube, diese Vorbildfunktion... ist unheimlich wichtig. Die ist immens wichtig. Ja. Bin ich voll bei dir. Nur wir können ja nicht so tun, als ob wir ohne Medien leben, weil wir leben mit Medien. Dieses Gerät ist quasi meine Arbeit. Das ist das, was ich mit euch mache. Und dann ist es noch wichtiger zu gucken, okay, wie lebe ich das vor? Ja, und jetzt schreibt gerade noch eine, sie fand das so bereichernd, als ich mit Günther in dem Podcast darüber gesprochen habe, was er beobachtet hat, als sein Kumpel entschieden hat, weniger Medien zu nutzen. Das war zum Beispiel auch ein Kumpel, der wo ich dann erfahren habe, dass die da Ego-Shooter spielen, wenn Günther bei denen ist. Was da war er, glaube ich, 10, na, wo die da so schießen und so, aus der eigenen Perspektive. Mhm. Da habe ich dann die Eltern angerufen und mit denen gesprochen. Der hat ja dann auch bei uns nicht mehr übernachtet, weil zu der Zeit noch keine Geräte in Günthers Zimmer erlaubt waren. Wo ich dann auch wieder drüber nachgedacht habe, irgendwie auch blöd, wenn jetzt sein Freund nicht mehr kommt. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Das war eigentlich total spannend. Und ich habe ja mit dem Freund von Günther auch darüber gesprochen. Mir ist tatsächlich auch eine Verhaltensveränderung aufgefallen, als der hier war. Und dann hat Günther mir das erzählt und gesagt, ja, das macht für mich total Sinn. Der war wirklich viel wacher. Der war viel mehr da. Und ich habe ihn darauf angesprochen. Ja, fand er cool und so weiter. Und jetzt durch Corona, sagte Günther, ja, ist er da wieder ein bisschen ja reingerutscht. Hältst du dich an alte Vorgaben? Welche alten Vorgaben von meinen Eltern? Nö, ich habe alles über einmal alles Tabula Rasa und habe daraus dann mein eigenes gemacht. Ja, ich glaube auch, dass Eltern in ihren Kindern irgendwelche Narben hinterlassen. Bitte nochmal? Dass Eltern bei ihren Kindern
in der Erziehung, im Umgang mit ihren Kindern irgendwelche Narben hinterlassen. Das ist übrigens auch die Aufgabe von Eltern, weil so entwickelt sich Persönlichkeit. Ja. Du kannst gucken, wie du die Kinder dabei begleitest. Wir können nicht uns, stell dir mal vor, wir würden uns so verhalten, dass wir nichts bei den Kindern auslösen. Dann kann nichts sich entwickeln, dann kann keine Frustration stattfinden, keine Reibung. Wir brauchen Reibung, um uns zu entwickeln. Ich glaube, das, was ich vorhin meinte, ihr habt also ein Fernsehverbot gehabt, ihr habt dieses und jenes gehabt. Das hat bei euch irgendetwas bewirkt. Ich sag dir schon was. Mach Pause. Ich habe dir gesagt, Faden. Heute habe ich das letzte Mal. Ja, behalt den Faden. Komm, wir spinnen ihn. Ich habe bis heute in mir drin, dass Fernsehen was Schlechtes ist. Weil zum Beispiel, wenn ich krank war, durfte ich nie Fernsehen gucken. Mein Mann, Mike, der da heißt, wenn der krank ist, saugt der alles ein. Und ich denke mal, das kann ja nicht mal so schlecht. Und ich denke, wieso? Kann er machen, was er will. Also ich bin da immer, das ist Wahnsinn. Bei mir ist wirklich das eingepflanzt, Fernsehen ist was Schlechtes. Naja, ob es unbedingt was Gutes ist, ist ja auch eine andere Frage. Ja, nur ich würde gerne ein bisschen entspannter. Kommt drauf an, was ich gucke. Also das ist ja auch immer noch, ob es zum Heilungsprozess beiträgt, weiß ich nicht. Vielleicht ist Mike länger krank, weil er das Falsche guckt. Ich weiß es nicht. Ich durfte ja noch nicht mal Süßigkeiten. Dann haben wir gleich das nächste Thema, Medien und Süßigkeiten. Also jedenfalls Medien. Ich glaube aber, kam das nach dem Commodore oder vor dem Commodore, das weiß ich gar nicht mehr. Dann habt ihr gesagt, also jeder von uns hat einen Fernseher in seinem Zimmer und so weiter und so weiter. So, jetzt haben wir hier der Handyparkplatz. Was haben wir gemacht? Was? Jeder hat einen Fernseher bekommen ins Zimmer. Ich habe den kaum benutzt. Ihr habt zu Anfang euch die Augen eckig geguckt. Und anschließend, wobei wir immer nur schalten konnten, also es konnte immer nur einer im Haushalt, im ganzen Haus bestimmen, was wir gucken. Na, wir haben da ordentlich gegengesäppt. Ja, ich weiß. Weil wir hatten nur eine Schüssel. Ganz soft. Ja. Ja. Auf jeden Fall war auch der Fernseher nachher uninteressant, weil es andere Ausweichmöglichkeiten auch noch gab. Ja. Also ihr habt sehr viel sportlich unternommen. Ja, wobei, da sage ich Günther zum Beispiel, sobald er kann, geht er skaten. Und wenn das Wetter so ist, dass er skaten kann, dann ist seine Medienzeit auch viel geringer. Wir kontrollieren das ja gerade oder beobachten das, weil er draußen ist. Das ist das, was du meinst. Und wenn er nach Hause kommt, ist er so fertig, dass er im Grunde genommen gleich an seinen Dingen einschläft. So, jetzt nochmal zu kurz zum Handyparkplatz. Da kamen so ein paar Fragen. Also wir haben hier, ich hole das mal eben. Oh, wir haben auch nichts mehr zu trinken, Papa. Tja, dann kann ich ja gehen, ne? Wir haben nichts mehr zu trinken. Doch, ich habe ja im Kühlschrank noch was. So, also das ist unser Handyparkplatz. Das ist ihr seht schon, ein Beutel, ein Sack, wie auch immer, den ich mal besorgt habe. Da sind jetzt auch noch andere Elektrizitätssachen drin, wie Auflade, Kabeldrehen und so weiter. Und da im besten Fall liegen unsere Handys drin. Meistens liegen sie daneben, ist auch egal, auf jeden Fall da vorne in der Küche. Und da liegen unsere Handys. Ein bestimmter Ort, wolltest du sagen. Danke. Ja, seit wann kannst du dich so kurz fassen? Das ist ja sensationell. Was es mit den viereckigen Augen auf sich hat, na, kennt ihr das nicht? Was es mit den viereckigen Augen auf sich hat? Na, das ist doch dieses, das kenne ich von mir selber. Die sind ja nicht rund, ne? Wenn du irgendwie so guckst, dass du irgendwann nur noch irgendwie so... das ist damit gemeint. Habt ihr schon mal nicht nur Jugendliche, Erwachsene auch, beobachtet, wenn die auf der Straße laufen? Ja, und einen haben wir doch heute Handy, erst gehabt, als wir Mittagspause gemacht haben. Den kannst du kaum überholen, weil der von links nach rechts geht und durch die Gegend wackelt, ne? War der Medienumgang in Katis Kindheit auch so streng? Was heißt denn streng? Also ich finde zum Beispiel unseren Umgang überhaupt nicht streng, weil meine Tochter ihn ja in ihren Rahmen mitgestalten kann und mein Sohn zum Beispiel... Das gab's bei uns nicht. Nein. Wir durften gar nichts mitgestalten. Wurden noch nicht mehr gefragt. Das gefiel mir, dieses Kinderlook. Wie hieß der von Lillebo? Nein, wie hieß der? Nee, Lillebo hieß es vielleicht. Nein. Wie hieß das? Diese Sendung, die wir mal auf einer Autofahrt 127 Mal hintereinander gehört haben. Das war eine Kassette. Was? Ich komme noch drauf. Ja, okay. Gut, wann darf man sich die Handys nehmen? Gibt es da feste Regeln? Also Mann gibt es ja bei uns nicht.
Also beim Essen gibt's wird hier kein Handy benutzt, das liegt da. Und ansonsten liegt es halt da. Und wenn du was wissen willst, gehst du hin und benutzt es da und dann lässt es da liegen. Es sitzt hier halt tagsüber keiner auf dem Sofa, bis auf Günther. Da sind wir noch im Gespräch, wobei wir haben ja letztens gesprochen. Und seitdem hat sich tatsächlich, wenn ich gerade drüber nachdenke, ein bisschen was verändert. Keiner auf dem Sofa und daddelt am Handy. So, Michel von Lönneberger, Michel, fragt sie? Ja. Ja. Ach so, ja, da hätte ich jetzt auch gesagt, aber wie du das beschrieben hast. Ja. Ja, Michel von Lönneberger, das Michel ist ja wirklich... Psst, Mensch, ach so, mach doch die Kleine auf jetzt. Springt du schon das Babyfon an. Du musst das ja auch mal kennenlernen. Auf jeden Fall, das sprachlich natürlich, also ja, sprachlich, das kann ich ja kaum. Das ist halt... Also verfehlen mir die Worte bei Michel von Lönneberger. Das war ein modernes Hörbuch, ne? Lillebror ist der Freund von Carlsson vom Dach, genau. Auch da teilweise sprachlich schwierig, wobei das ist Astrid Lindgren. Das habe ich sogar mit Günther gelesen. Ich habe viel zum Beispiel Günther früher, wir haben Bücher zusammen gelesen, Günther und ich. Das vermisse ich sehr. Ich habe mit Günther mehr gelesen als mit deiner Tochter. Ja, und warum machst du das nicht? Weil sie ganz klar sagt, sie will nicht. Ach so, sie will vielleicht nur, dass Papa vorliest. Vielleicht ist sie nicht. Nimm nicht doch so einfach weit, mal ein Buch, weil wir haben so viele Bücher. Papa liest vielleicht anders. Mit mir will sie zurzeit nur Höhlen bauen. Ja, dann machst du Höhlen. Ja, machen wir ja. Ich schwitze bloß immer so darunter. Ich guck mal gerade noch bei den Fragen. Woran merke ich meiner Tochter an, dass es zu viel Medienkonsum war? Also das merkst du anhand ihres Verhaltens. Entweder ist sie komplett irgendwie so ferngesteuert, so, oder eben dieser Durcheinander, Wutausbruch, Gefühle durcheinander, kriegt sich nicht mehr sortiert. Daran merkst du das eigentlich und ist eigentlich relativ häufig. Ich sehe gerade, du hast dein Wasser schon ausgetrunken. Ich habe noch keinen Schluck Wasser getrunken. Ja. Könntest du mal nachschenken? Machst du doch eigentlich immer. Ich? Ja. Bist du für immer zuständig? Wenn du meinst, Wasser oder was? So, ich bedanke mich übrigens bei euch, dass ihr euch in den Kommentaren hier gegenseitig so unterstützt, damit ihr Bescheid wisst, was los ist. Genau, Günther ist mein Sohn. Genau, das finde ich zum Beispiel auch wichtig. Mila, dass es ja auch interessant ist, herauszufinden, wann der bessere Zeitpunkt ist, für dein Kind oder deine Kinder Medien zu konsumieren. Ich wage zu behaupten, dass es eher im Laufe des Tages ist und danach rausgehen, Bewegung und so weiter, vorm zu Bett gehen eher schwierig, wobei es da auch manche Kinder gibt, die da gar kein Problem mit haben. Auch morgens so den Tag zu starten, habe ich festgestellt, bringt so wenig Freude für die ganze Familie im Nachhinein. Nur guckt einfach, wann auch da der passende Zeitpunkt für alle Beteiligten ist. Ferngesteuert durch wen oder was? Naja, durch die ferngesteuert durch die Gegenrennen, durch die Starre, die ausgelöst werden kann durch den Medienkonsum. Ich gucke nochmal gerade hier in die Fragen rein. Hattet ihr damals vor den Bildschirmen mehr oder weniger Angst oder überhaupt keine Angst? Papa. Das könnt ihr eigentlich besser beantworten oder du besser als ich. Weil ich ja, war, voll ich, gemacht, du. Ist die Flasche jetzt leer oder was? Nee, ich war ja oft nicht dabei und ich weiß ja nicht, welche Angst ihr gehabt habt, wenn ihr geguckt habt. Die Frage ist anders gemeint. Sondern? Hattet ihr, du, ich, als Eltern damals vor den Bildschirmen mehr oder weniger Angst oder überhaupt keine Angst, also vor den Auswirkungen? Ehrlich, wir haben uns darüber keine Gedanken gemacht. Nee. Wir waren noch nicht so weit. Ja. Also heute merke ich das an der Reaktion. Und wir haben damals ja auch nicht solche Filme geguckt oder Sendungen geguckt, die solche Angst... Es gab diese angstmachenden Filme eigentlich gar nicht. Nein, nicht die Filme, sondern die Auswirkungen die von Auswirkung. Medien. Sag mal. Ja, ein bisschen schwer von KP, weiß ich. Ja, manchmal. Ich weiß ja auch. Hast du es jetzt verstanden oder möchtest du, dass Gott ich es dir nochmal erkläre? Vererbt, ja. Nein, ja, Gott sei Dank, ja. Ich glaube, darüber haben wir uns damals keine Gedanken gemacht. Doch, Mama, wo immer ganz bewusst, Mama, was wir gucken und wenig. Ja, wie soll ich das sagen? Gott sei Dank, dass Mama das gemacht hat, ja. ich habe mich damals noch nicht so leider damit beschäftigt. Ich bedauere das, aber... Aber? Nee, nicht aber. Gleichzeitig, ich war damals nicht so geprägt irgendwie.
ja. Ich könnte jetzt ja sagen, aus uns ist ja auch was geworden. Ja, ich finde jetzt auch nicht, was ist soll alles. Soll mal aus meiner Kindheit bitte erzählen? Nee, dann braucht man ein bisschen mehr Alkohol. Dann braucht man. Ich finde halt mit dem Wissen, was wir jetzt haben. Ich bin glücklich darüber, dass ich mittlerweile ein ganz anderes Wissen darüber habe. Und was ich auch glaube, nee, das weiß ich auch ganz sicher, dir zu verdanken habe und auch Butch zu verdanken habe, die sich damit dann mit dir beschäftigt hat. Du hast dich weiterentwickelt und ich habe mich dann da so dran gehängt und habe also vieles bemerkt, was ich wertschätzend vielleicht meinen Mitmenschen gegenüber auch äußern kann. Mhm. Das ist für mich sehr viel wert. Mhm. Danke. Gerne. Hast du selten von mir gehört? Ne? Ja. Ja, wer weiß. Es kommt wahrscheinlich immer öfter. Ja. Aber es ist ehrlich und mein Papa hat Danke gesagt gerade zu mir. Habt ihr das gehört? Ja. Er hat sogar begründet, wofür er sich bedankt. Ja. Noch was? Jetzt bin ich sprachlos. Was mir ach so, das ist selten. Ja, das ist sehr selten. Sehr selten. Eben kam noch irgendwas, das wollte ich aufgreifen, dann habe ich es wieder. Wie viel Wissen ist gut und wie viel Wissen kann auch blockieren? Das ist, ja. Ist ja schon philosophisch. Ja. Ich glaube, das hast du selber in der Hand, weil wenn dich was blockiert, also ich finde es immer wichtig, ich will vieles wissen und dann will ich mir meine eigene Meinung bilden. Das Wissen, was ich mir hole, ist ja nicht das A und O, weil es gibt ja ganz viele unterschiedliche Wissensansätze, auch zum Thema Medien. Ganz unterschiedliche Ansätze. Also wir kommen immer, glaube ich, auf denselben Punkt, dass das jeder für sich selber irgendwie entscheidet oder einschätzen kann, wie wertschätzend er mit dem mit seiner Familie, mit seinem gesamten Umfeld auch mit den Medien umgeht. Nicht nur das Kind jetzt, sondern auch das Umfeld ist ja auch betroffen davon. Mhm. Und ich glaube also, dass das, also wenn mich jemand nicht interessiert zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann auf mein Handy gucke. Aber so, dann beobachten wir dich mal demnächst, wenn du so aufs Handy guckst, Papst, ne? Nein, ja, bin ich permanent. Also ich meine, dass man unter Umständen, wenn es mal gebimmt hat oder irgendwas, aber mein Handy bimmt ja zum Beispiel gar nicht, weil ich das Bimmen ausgestellt habe. Ja, also ich mache das auch in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel mit der Kleinen mache ich das aus. Genau. So. Push-Nachrichten habe ich übrigens ganz, auch aus. Ganz, ganz klar. Dass man, ja, dass ich, Entschuldigung, der Mann, also Frau, ja. Aufs Handy mal guckt, wenn es zum Beispiel beruflich, du erwartest eine Nachricht oder irgendwas, da gibt es schon Situationen. Ich sag meinen Mitarbeitern immer Bescheid, wann ich im Mama-Modus bin, dann wissen die Bescheid und dann wissen die auch, dass keine Antwort kommt, weil ich ja keine Push-Nachricht kriege, ich weiß gar nicht. Ich habe ja keine Mitarbeiter mehr, das ist ja das Schöne. Du bist dein eigener Mitarbeiter. Ja, genau. Ja. Wobei höchstens vom Mutsch bin ich noch. Ja, und für mich macht er ja mittlerweile auch das, so bestimmte Dinge. Ja. Ich fand jetzt noch ganz interessant, wie wir das mit der Videotelefonie handhaben. Wir haben einfach gemerkt, wir haben im ersten Lockdown relativ viel Videotelefonie gemacht mit den Großeltern, die weiter weg wohnen. Das haben wir mit dem Verhalten unserer Tochter gemerkt, dass das vielleicht nicht ganz so dufte ist und haben das jetzt ein wenig mehr, wie kann ich das sagen, wir haben mit den Großeltern gesprochen, dass wir es kürzer halten und dass wir nicht jeden Tag, sondern dass wir in Abständen von 2 Tagen miteinander Videotelefonie machen. Und damit fahren eigentlich alle besser, weil auch also die Großeltern selber festgestellt haben, dass es, glaube ich, sinnvoller wäre, kürzer zu telefonieren, weil das dann für das Kind besser zu verarbeiten ist. Mit deiner etwas jüngeren Schwester mit den Kindern maximal 2-mal die Woche. Genau. Und die sind dabei, die können sich aber auch dann verabschieden, genau, wenn sie meinen, dann reden wir noch mit deiner Schwester so ein bisschen und dann ist gut. Mhm. Das ist je nach, manchmal sind sie länger dabei und manchmal sind sie eben nicht länger dabei. Ja, ja. Das ist auch gut. Kommt noch was zum Thema Lern-Apps, ob unsere Tochter Lern-Apps nutzen dürfte.
Also ich bin ehrlich gesagt überhaupt kein Fan von Lern-Apps vor der Schulzeit. Und wenn, würde ich Lern-Apps eher als Unterstützung nutzen. Und wenn ich doch weiß, begleitet. Weil wenn der Mensch lernt, in erster Linie vom Beobachten des Menschen und vom Mensch zu Mensch. Und Lern-Apps können unterstützend sein. Ich würde auf gar keinen Fall alleine das Kind das machen lassen. Immer in Begleitung, als Unterstützung zusätzlich zu etwas. Im Moment sind Lern-Apps bei uns gar kein Thema. Wenn sie zum Beispiel anfangen möchte, ein bisschen zählen oder rechnen zu lernen oder was schreiben zu lernen, dann mache ich das. Da brauche ich keine Lern-App dafür. So. Nur auch das könnt ihr ja selber entscheiden. Das ist einfach so unser Umgang damit. Wie gesagt, also ich bin hier nicht die, die sich rausnimmt, euch zu sagen, was richtig oder falsch ist, sondern eher möchte ich euch den Impuls geben, einen eigenen Weg zu finden und vielleicht gewisse Dinge nochmal zu hinterfragen. Und ein Austausch mit der eigenen Kindheit oder mit den eigenen Eltern ist immer gewinnbringend. Ich weiß noch, als ich mit der GfK angefangen habe, da hatten wir einige Gespräche. Psi. Ja. Sie. Aber es hat sich gleichzeitig entwickelt und ich denke mal, wenn Medien dazu benutzt werden, um Kinder ruhig zu stellen, das ist schon mal die Grundgeschichte, da kriege ich mittlerweile Nackenhaare. Echt? Ja. Und wenn ich zum Beispiel Eltern, als man noch in ein Restaurant gehen konnte, gesehen habe, die ihrem Kind ein Dings da vorgestellt hat, damit sie sich in Ruhe unterhalten können. Ist halt deren Strategie, Papa? Ist deren Strategie, halt für mich kommt es nicht in Frage, wenn ich in Ruhe essen will, dann mache ich den Kindern, sage ich jetzt schon, also der Große ist sowieso selbstständig, mache ich hier Abendbrot und dann gibt es nachher noch ein Candlelight-Dinner mit meinem Mann. Das hat es auch schon lange nicht mehr gegeben. Der kommt ja gleich, da kann ich den gleich mal zurechtpfeifen. Warte, ich wollte noch was sagen. Mhm. Ob mein Sohn meinen Kanal kennt, natürlich kennt er meinen Kanal und ich zeige ihm auch, wie ich den nutze und wie ich damit arbeite, weil ich ihm zeige, was Instagram für mich ist. Weil ich zum Beispiel, wenn ich nur privat wäre, wenn ich gar keinen Job hätte, wo ich jetzt Social Media, Instagram nutzen würde, wäre ich wahrscheinlich überhaupt nicht bei Instagram. Ehrlich gesagt. Oder ich würde es so machen, dass ich mir wirklich 5 bis 10 Accounts raussuche, die mir einen Mehrwert liefern, damit ich, wenn ich da reingehe, gar nicht mehr diese Flut an Informationen habe und an das wäre jetzt zum Beispiel mein Umgang damit. Und natürlich zeige ich ihm das. Ich habe jetzt mit meiner Tochter ja auch das aktuelle Reel zusammengedreht und dann zeige ich ihr auch, wie ich das schneide und wie ich den Text, das war ja super langweilig, dann nur das Drehen an sich fand sie spannend und ich mache ja auch so ein Konzept, was ich dann sage und dann hat sie dann noch mit, ja Mama, da kannst du das sagen und dann brauche ich das Kind aber das und so. Sieht, dass ich da auch noch eingemischt ist, fand ich ganz herrlich. Genau, also soziale Netzwerke haben wir lange eingeschränkt. Also zum Beispiel, das hörst du auch in dem Podcast, in der aktuellen Folge. Das Erste, was Günther hatte, war Telegram. Und da hat er auch schon viel, ist er oft mit uns ins Gespräch gegangen. Und das ist ja diese Familienkonferenz, die wir haben. Mittlerweile haben wir die relativ selten, was ich sehr bedauere. Das hat angefangen, na, ich glaube, dadurch, dass er jetzt 50-50 beim Papa ist, dann ist eben nur so dieses eine Wochenende und dann durch Corona teilen wir uns die Arbeiten so auf. Ich würde jetzt gerne die Kleine zum Beispiel mit in die Familienkonferenz nehmen. Und da ist dann immer, wenn so ein Thema aufkommt, schreib es hier, da hängt der Zettel am Kühlschrank, deswegen zeige ich da so hin, schreib es auf und dann sprechen wir drüber und dann will ich auch wissen, okay, warum willst du das haben, worum geht's dir da, dann gucke ich, was geht bei mir, oft sage ich dann, ich informiere mich jetzt nochmal und dass wir einfach immer wieder ins Gespräch kommen und auch das Kind animieren. Ich habe auch immer gesagt, setz dich für das ein, was du willst und finde Argumente, komm mit mir in den Austausch. Naja, da komme ich dazu, also ich lese gerade das Buch von dem Pascal Messier, Die Macht der Worte. Das heißt also, das gesprochene Wort, wie wichtig das ist. Mhm. Und ich glaube, das wird zurzeit immer wichtiger, dass ein gesprochenes Wort viel wichtiger ist. Oder ich möchte jetzt keine Wertigkeit, aber als Medien, wo man sich etwas berieseln lässt, sondern dass man selber artikuliert, dass man selber im Gespräch ist. Ja, so wichtig. Und dann kommt, und das hefte ich mir also selber so an meine Schuhsohlen, das ist die Macht des nicht gesprochenen Wortes. Ich habe dieses lange gehabt bei mir. Ich habe mich, glaube ich, so langsam mit deiner, mit Mutshilfe aus dieser Geschichte rausgezogen, dass ich diese Macht des nicht gesprochenen Wortes nicht mehr haben möchte, sondern lieber die Macht, in Anführungsstriche, die Macht
des gesprochenen Wortes. Das heißt, die Wertigkeit des gesprochenen Wortes. Das ist mir ein Anliegen, was ich eigentlich heute anstoßen werden möchte. Stoßen wir mal drauf an. Ja. Fange ich gleich an zu heulen? Nee, musst du nicht. Aber nee, muss ich nicht. Vielleicht möchte ich ja. Also, ihr da draußen. Ne? Das war doch ein schöner Abschluss, finde ich. Papa, die Macht des gesprochenen Wortes. Ja. Und du hast dich heute offiziell bei mir bedankt. Das habe ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe. Die Macht des nicht gesprochenen Wortes ist manchmal noch schlimmer als, das kenne ich ja aus meiner Kindheit, aber da will ich jetzt nicht. Als Strafen. Ja. Und das ist schon eine Strafe des nicht gesprochenen Wortes. Ja, so. Stimmt. Missachtung. Ja. Eine Sache noch, wenn ihr sagt, irgendwie, ich komme so mit meinen Eltern gar nicht in den Austausch als Großeltern. Es gibt diese ganze Papa-Reihe, die könnte vielleicht auch interessant sein. Da geht es auch um Kritiker der bedürfnisorientierten Kommunikation, der gewaltfreien Kommunikation. Es gibt eine Folge mit meiner Mama, die ja Oma ist. Die habe ich extra gemacht, um ja vielleicht auch Großeltern einzuladen. Papa, wir wollen ja auch nochmal eine Folge machen. Auf was? Hättet ihr Bock drauf? Doch, das weißt du doch. Jetzt tut doch nicht so. Die wollen mich gar nicht mehr sehen, wahrscheinlich. Doch, bestimmt. Der alte Sack da. Die Frage wäre nur, zu welchem Thema wir uns unterhalten. Das können wir, mache ich eine Umfrage dann einfach. Ich bin jetzt bis April, glaube ich, voll mit Themen und dann, ich habe es auf jeden Fall auf meiner Liste stehen, dass wir mal eine Folge zusammen machen. Genau, irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, und das Ding ist, macht euren Eltern keine Vorgaben, sondern fragt sie, ob sie hören möchten, was euch wichtig ist. Fragt sie, was sie gerne ihren Enkelkindern mitgeben möchten. Und es geht ja am Ende darum, einen Mittelweg zu finden. Und je mehr... Da kann ich noch was zu sagen. Also ich habe jetzt erst den Zugang zu Kindern gefunden, respektive Enkelkindern, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mit denen zusammen bin, dann kann ich auch wieder Kind sein. Oh, Papa. Das ist so schön, das habe ich vorher gar nicht fühlen können. Und das finde ich einfach traumhaft schön. Das ist schön, ne? Ja, ja, das ist super. Das freut mich sehr für dich. Für mich auch, ja. Dass du das noch erleben darfst. Ja. Können wir nochmal anstoßen, komm. Stoßen nochmal an auf das Kind in dir. Mhm. Ja, das Kind im Manne, ne? Das Kind im Manne, ja. Kommt meistens nicht raus. So, die Frage wäre noch, also Sie sind alle begeistert von der Idee, dass wir eine Podcast-Folge zusammen machen. Die Frage wäre noch das Thema. Da machen wir uns dann nochmal Gedanken drum. Wir haben jetzt zum Abschluss, es ist so wahnsinnig, ich habe noch nie 3 Wochen ein Thema durchgezogen. Ich habe wirklich 3 Wochen Umgang mit Medien bei Instagram im Podcast durchgezogen. Danke, dass ihr die ganze Zeit dabei gewesen seid. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich feiere euch für eure eigene Umsetzung, für den eigenen Weg, den ihr geht. Und danke euch, dass ich euch begleiten darf, euch Impulse geben darf, dass ihr bereit seid, meine Impulse zu empfangen und dass vielleicht auch die ein oder anderen, die am Anfang skeptisch waren, vielleicht jetzt auch vor allen Dingen, was ich auch so gut fand, dass die erste Folge dazu und die zweite Podcast-Folge so unterschiedlich waren, weil ich glaube, dass ganz viele gedacht haben, dass mein Sohn ganz klare Reglements hat beim Thema Umgang mit Medien. Und ich fand das ganz spannend zu zeigen, wie sich das auch verändern darf. Er trinkt nicht so viel, keine Sorge. Auge, wir trinken immer angemessen. Außerdem bin ich dabei. Ich habe ja noch dein Weißwein kalt liegen. Nee, du kümmerst dich jetzt gleich um Mutsch. Was denn? Ist das noch? Ist noch live. Sind wir noch live hier? Wir sind noch live. Ja. Dachtest du gerade, wir sind... Natürlich, ich kümmere mich immer um Mutsch. Ja, natürlich, das weiß ich. Ja. Eben. Wir trinken jetzt noch. Nein, wir trinken gar nicht mehr. Das ist einfach eigentlich alles gut. Ich hoffe... Ich habe 1,5 Wochen nicht getrunken. Ja. Ich gucke mal auf meinen Zettel, ob ich alles gesagt habe. Das habe ich. Ihr findet Folge 47, Folge 48 im Podcast, sind die beiden Folgen zum Thema Medien. Ja, ich glaube, wir haben viel gesagt, ne? Seid ihr happy? Ich bin gespannt auf das nächste Thema. Was kommt? Ja. Im Podcast? Ja. Oder was nächste Woche kommt? Das habe ich noch gar nicht angekündigt. Eben. Ba-ba.
Nächste Woche, habe ich gerade heute vorbereitet, geht es eine ganze Woche um das Thema Wertschätzung. Lob versus Wertschätzung, Wertschätzung allgemein, warum das so wichtig ist, was das bewirken kann, wie du das im Alltag einbauen kannst und so weiter und so fort. Hätte ich gleich was. Ja? Ja. Was denn? Also ich komme ja aus einem Pastorenhaushalt. Ja. Ne? Mhm. Bevor jetzt jemand fragt, also evangelisch, ne? Nicht katholisch. Der Mutsch ist katholisch gewesen. Naja, aber Pastorenhaushalt. Ja. Ne? Ja, ja. So, und hast du verstanden? Ja, habe ich. So, ja. Toll. Ja. Und das. Ich kriegte von meinem Vater, um das mal, jedes Mal, wenn ich die Kinderbibel durchgelesen hatte, da war ich, glaube ich, ich konnte ja früh lesen, 6 oder 7, da kriegte ich immer 1 D-Mark. Mhm. Dann bin ich jeden zweiten Tag zu ihm hingegangen, habe gesagt, habe die Kinderbibel durchgelesen. Kriege ich wieder 1 D-Mark. Dann hast hat er zwischen. Einmal hast du die durchgelesen. Einmal habe ich sie durchgelesen, ja. Und dann. Hast du immer schön Geld eingesammelt. Ja, und dann habe ich ihm 10-mal hintereinander gesagt, ich habe die Kinderbibel durchgelesen, kriege ich immer 1 D-Mark. Mhm. Bis ihm irgendwie schleierte, irgendwas stimmt dir nicht. Dann stellte er Fragen, die konnte ich aber beantworten. Ja, klar, weil du hattest ja gelesen einmal. Mit dem Walfisch und so weiter, das konnte ich ihm alles beantworten. Mhm. Also kriegte ich in Folge als Abo so immer 1 D-Mark, wenn ich zu ihm hinkam. Das hörte dann irgendwann auf, weil er meinte, ich müsste die Bibel jetzt in- und auswendig und ich würde bestimmt ein ganz frommer Mensch werden. Ja. So. Ja. Das zu dem Thema Wertschätzung. Das Wertschätzung. Wäre, es war ja eine Belohnung. Da habe ich gedacht, ja, eben. Ja, ich könnte jetzt was erzählen, darf ich nicht. Ich hab Günther gefragt, ob ich es erzählen darf. Darf ich leider nicht. Lassen wir es. Ja. Ich habe jetzt den Faden verloren. Also Wertschätzung. Hier, ein tolles Thema nächste Woche. Freut mich, dass du dich freust, Stina. Wertschätzung nächste Woche habe ich gerade heute alles vorbereitet. Und ich bin nächste Woche 2-mal live auf anderen Accounts. Freue ich mich auch sehr drauf. Und Papa, wir machen dann irgendwann eine Podcast-Folge. Thema überlegen wir uns noch. Ja. Vielleicht wäre doch nochmal schön, dass wir was machen, wie wir gucken, dass wir die Großeltern mehr ins Boot holen. Dass wir eine spezielle Folge machen für Großeltern, wo die Follower, Followerinnen. Du hast mich ja mal gefragt, warum ich dich nie geprügelt habe. Ja. Mhm. Aber ist, glaube ich, kein Thema für. Oh doch, könnte interessant sein. Das heißt Erziehung. Was? Ich glaube, das wollte ich vorhin so ein bisschen einfließen lassen, dass also jeder Mensch in einem anderen, besonders in der Familie, bei den Kindern, Narben hinterlässt. Mhm. Und dass man also eine bestimmte Zeit braucht, der eine länger, der andere weniger, das kommt auf die Narben an, wie tief sie sind. Das sind ja nicht unmittelbare Verletzungen, sondern das sind Verletzungen, die also im Hinterkopf irgendwo ruhen. Wie man die aufarbeitet. Bei dem einen schlimmer, bei dem anderen nicht so schlimm, oberflächlich, tiefer. Also das ist für mich schon ein tiefes Thema. Das Aufarbeiten von dem, was in der Familie oder wie auch immer, genetisch oder was auch immer weitergegeben wird, ist für mich ein ganz großes Thema. Und wie du das dann für dich verarbeitest und verändern kannst und deine Verhaltensweisen ändern kannst. Ja, so wird ein Schuh draus. Ja. Ich überlege gerade, wie ich die Folge nenne, weiß ich noch nicht. Kriegen wir schon hin. Dir wird was einfallen. Ja, wir werden jetzt nochmal richtig tiefgründig gerade zum Ende des Lives. Das ist ja so, du kannst mittlerweile bis zu 4 Stunden live sein. Wir können jetzt noch ewig weiterreden. Früher ging das immer nur eine Stunde. Das Schöne ist, dass Mike kommt ja auch gar nicht nach Hause. Ich hatte ihm ja gesagt, er kann ruhig früher kommen, kann ein bisschen crashen. Das Schöne ist, ich komme nicht dazwischen. Ja. Das Schöne ist, dass ich mittlerweile ganz vergessen habe, dass ich live bin. Das ist die Kunst. Schön, dass wir so gesprochen haben. Ja, freut mich auch sehr, Papa. Ja. Dein Danke werde ich mir notieren. Das feiere ich diese Woche. Ich habe ja ein Feierglas. Du meinst, es wiederholt sich nicht immer wieder. Könnte passieren, weiß ich nicht. Ach so, ja. Das notiere ich mir für mein Feierglas und über die Podcast-Folge sinnieren wir noch ein bisschen. Das klingt toll, eine Folge für Podcast-Eltern lese ich gerade. Tiefe Narben, ja, gefällt Ihnen. Also, gefällt Ihnen.
Genau, ihr Lieben, dann sind wir, glaube ich, durch, Papa. Ich danke dir total für deine Offenheit, fürs Mitmachen, deine Bereitschaft, für deine Unterstützung, deine Liebe, deine Dankbarkeit. Also ich hoffe, dass ich oder glaube, dass ich dir meine Wertschätzung so etwas mitteilen konnte und vielleicht auch vermitteln konnte deinen Followern und deiner Community. Das wäre schön. Gucken wir mal. Und es ging ja um das Thema Umgang mit Medien. Jetzt hoffe ich, dass ihr für euch da nochmal was... Wir haben so einen kleinen Ausflug jetzt gemacht, aber das ist ja ein Ausblick auch so, ne? Ja, das ist gewesen. Im Grunde genommen ist ja Umgang mit Medien auch nur ein kleiner Teil dessen Ganzen. Ja. Gut, Paps. Wir stoßen nochmal an. Wer möchte, stößt mit an. Prost. So, Vater und Tochter, ne? Ich gucke nochmal kurz, was in den... Sie bedanken sich, dass wir Sie teilhaben lassen an diesem Gespräch. Gerne noch ein Live mit Papa. Großelternfolge wäre super. Sie bedanken sich. Danke, danke. Sind wir jetzt noch live hier? Ja, ja, wir sind noch live. Nicht, dass ich hier was rauslasse. Nee. Und dann, du hast ja schon so viel rausgelassen. Habe ich schon, ja. Ich gucke gerade noch, was so kommt. Verabschieden sich jetzt halt alle ein bisschen. Ja, aber es ist halt so, das ist ja nicht nur Vater-Tochter, das ist also Wertschätzung. Ist auch eine Beziehung, die ich ja auch mit deiner Mutter habe. Du kriegst eine digitale Umarmung von Janine. Oh. Janine ist übrigens die bei der Ausstellung von Mike da war. Kannst du mit der ähnlichen Frisur wie ich? Guck mal, Janine, er kann sich erinnern. Hast du den Faden verloren? Nee, ich hau einmal hinten drauf. Ich sag's lieber nicht. Hübsche Frauen vergesse ich nie. Ach doch, das darfst du ruhig sagen. Darf ich, ne? Doch, nein, also bei mir darfst du das sagen. Nein, ich glaube auch, dass also diese gewaltfreie Kommunikation, die ich ja etwas abwandlere in wertschätzende Kommunikation, was aber, glaube ich, nicht schlimm ist oder nicht irgendwie in ein anderes Thema geht, aber der Begriff ist für mich eigentlich... nicht nur für dich, Papst, für viele schwierig. Ja. Ich würde ihn ja auch ändern, nur Marshall Rosenberg ist verstorben, der das entwickelt hat. Aber ich sage für mich gewaltfreie Kommunikation. Ich dachte immer, ich mache Gänsefüßchen, wertschätzende Kommunikation, die, glaube ich, auch uns geholfen hat in unserer Partnerschaft. Wie in unserer jetzt? Nee, nein, mit Mutsch. Ja. Total zu wachsen und weiterzukommen und einen ganz anderen Ausblick in unser Leben zu haben. Das bin ich also dir und habe ich vorhin schon gesagt, Mutsch dankbar. Sie verabschieden sich. Es gibt auch nächsten Monat, also im Februar, gibt es auch der Podcast feiert ja zweijähriges Bestehen. Ist das verrückt? Mein Podcast gibt es 2 Jahre im Februar. Irre, oder? Ja. Und da feiern wir ein bisschen und da gibt es auch noch was zum Thema Zaubermomente und so weiter und so fort. Also der Februar ist weitestgehend vorbereitet. Freut euch drauf. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich gucke nochmal gerade. Genau, etwas für Großeltern wäre prima. Ja, versuchen wir. Ne, Papa? Was versuchen wir? Wir versuchen als Großeltern... Nein, dass wir die Podcast-Folge, was wir noch für Inhalte bringen. So, wir kommen doch jetzt zum Ende. Ach so. Ich wollte, Papa fängt gerade erst an eigentlich. Ich fange gerade erst an. Ich versuche einen Spagat Janine zwischen... Janine bedankt sich für das Kompliment. Ich versuche einen Spagat zwischen Großeltern, die nur Großeltern oder auch Großeltern oder wie auch immer alles sein möchten. Großeltern haben ja auch noch ein Eigenleben und wenn das vermittelt wird, gerade was ich auch so spüre, dass eine Entscheidung dann auch frei ist, wenn eine Anfrage kommt, könnt ihr und so weiter und auf die Kleine vielleicht einspringen, gerade in Corona-Zeiten ist das ja ein unheimliches Thema für alle Menschen. Es steht bei dir immer dabei, wenn ihr nicht könnt, ist keine Frage, ihr könnt auch Nein sagen. Ich finde eine andere Lösung. Und das ist ein Punkt, den hätte ich früher nie sagen können. Mhm. Für mich gäbe es immer nur ein... Ne, richtig ein, oder falsch? Boom, so, bums. Genau. Und da bin ich froh, dass ich aus diesem Dingtal mir Dank
Naja, oh, nicht rausgezogen. Es gibt noch Bereiche. Es gibt schon, ich meine, es gibt ja Rückfälle, nicht? Das ist, so, jetzt sagen wir wirklich Tschüss, Papa. Ja. Wir finden sonst Ende. Ich glaube sonst auch, das, ja. Das qualmt auch hier. Unten das qualmt, das sind die Herzen, die an hochkommen. Ach so. Weil die immer Herzen schicken. Ei, 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 guck mal, die schicken die ganze Zeit, seit anderthalb Stunden fast, werden hier Herzen geschickt. Ist das schön. Schön. Das ist nämlich die Wertschätzung der Leute, die uns zugehört haben. Ja, und die sind wirklich sehr dankbar, Papa. Du kannst das nicht so überblicken. Community. Meine Community, ja. Ja, ja, ich danke ja, dass ich, und ich kenne euch ja fast alle. Das ist ja das Schöne. Aber ihr kennt mich ja jetzt auch, ne? Ja, genau. Ja. Ist doch schön. Ne? Ja. So, jetzt gucke ich noch, ich lese mal so gerne die Kommentare. Okay. Wir sagen jetzt Tschüss, ne? Ich möchte jetzt hier mal raus, ne? Du möchtest raus, du kannst ja schon mal rausgehen, dann lese ich noch ein bisschen. Möchtest du dich verabschieden? Ja, also, wie gesagt, macht's gut. Und wir bleiben in Verbindung, sowieso. Ich bin ja in der Community auch. Ich lese alles, was ihr so schreibt. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Kommentare, auf die nächste Zeit überhaupt, auf die nächsten Sendungen und überhaupt. Ja. Ich bin sehr glücklich mit euch. Das war mein Papa. Jetzt gab es noch eine Frage, ob ihr Fragen stellen könnt für die zweijährige Podcast-Party-Folge. Nein, das ist abgelaufen. Es wird allerdings noch eine nächste Möglichkeit geben, bei einer besonderen Folge mitzumachen. Dazu gibt es dann ab Montag mehr in der Story. Bin schon ganz aufgeregt und gespannt, wer alles mitmachen möchte. Sie feiern hier Zugabe, Zugabe. Ich freue mich ja schon irgendwann, Leute, machen wir so Live-Events, so GfK mit Kati Live-Events. Und da habe ich mir in meinen kühnsten Träumen, wenn ich dann so im Bett liege und nicht einschlafen kann, stelle ich mir dann vor, wie meine Eltern mit auf die Bühne kommen und meine Kinder und mein Mann und so. Und wie wir dann zusammen mit euch feiern, weil ihr natürlich ein großer Bestandteil schon auch unserer Familie seid, weil die Herzenssache hier einen festen Platz eingenommen hat, ne? Können wir schon sagen, Papa, oder? Sag ja. Ich habe doch gerade mein Schlusswort schon. Ach so, Entschuldigung. Nur nicken, einmal nicken. Ja. Na, danke schön. So. Also jetzt habt ihr einen weiteren Teil von mir kennengelernt, von meiner Familie. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich bin immer noch Teil der Familie. Ich dachte schon manchmal, die hätten mich rausgeschmissen. Du, hier ruft jemand an bei dir. Kann sein. Willst du hier rangehen? Ja, muss ich dran gehen. Musst du oder möchtest du? Nee, möchte ich nicht. Möchtest du nicht? Nee, möchte ich nicht. Ach so, nee, möchte nicht. Nee. Musst du nicht und möchtest du nicht. Soll also, schöner Abend bleiben. Nee, wir trinken keinen Weißwein, Tiana. Wir trinken ein, das ist es ist kein Cremant, weil ich liebe ja eigentlich Cremant, meine Mutter auch. Mein Papa trinkt eigentlich viel lieber Weißwein, nur ich trinke halt lieber Cremant. Hat es dir geschmeckt? Ja, aber ich musste heute den trinken. Kein Weißwein, nichts. Doch, es ist im Kühlschrank, ist ein Weißwein. Naja, das aber sagst ich du jetzt. Ja, weil ich wollte, dass du da Zwang und so, ne? So, macht es gut. Ich lege jetzt auf. Fast anderthalb Stunden, das ist der Wahnsinn. IGTV wird gespeichert, selbstverständlich. Und damit schließen wir die Themenreihe Umgang mit Medien ab. Ich hoffe, dass ihr alle für euch was mitnehmen konntet und freue mich auf nächste Woche. Da geht's dann mit der Wertschätzung weiter und auf alles andere, was noch kommt. Tschü, 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 tschü. Tschüss. Ah, ich lese gerade noch mal kurz. Bedanken sich. Du bist jetzt, es ist noch live, ne? Oh. Ich hau mich weg. Ich lese noch mal kurz die Kommentare. Tschüss, macht's gut. So schön, dass ihr dabei wart. Ich lege jetzt auf, es fällt mir so schwer. Draußen schneit's. Echt? Mhm. Wer meinen GfK-Online-Kurs gebucht hat, weiß, wie schwer es mir fällt, Tschüss zu sagen. Macht es gut. Wo kann ich denn hier Tschüss machen? Tschüss. Kann ich denn hier? Ich will hier auflegen. Kann ich mir auflegen, da oben. Tschüss.